Warnsignale, die besagen, dass du dich in einer vorübergehenden Beziehung befindest. Erstens, er schreibt dir viel, aber nichts weiter. Das hört sich ein bisschen seltsam an, aber wenn er nur Nachrichten schreibt und nie anruft, dann könnte da etwas faul sein. In der Zeit des modernen Datens wird ein Mann, der sich nach Nähe sehnt, Zeit finden, einen Videoanruf zu machen oder zumindest einen gewöhnlichen Anruf, weil er sich danach sehnt, deine Stimme zu hören bzw. dich zu sehen. Außer natürlich, wenn er es wirklich hasst, übers Telefon zu sprechen. Ansonsten hat er wahrscheinlich nichts Langfristiges im Sinn und wird deine Anrufe auch nicht beantworten. Zweitens, er gibt dir niemals eine direkte Antwort. Er versucht sich selbst als einen spontanen Typen zu präsentieren. Er weiß nie, was als nächstes passieren wird, wo er sein wird oder was er tun wird. Er weiß nicht, ob er sich mit dir morgen oder nächstes Wochenende treffen kann. Er sagt normalerweise, dass er dir Bescheid geben wird, aber manchmal tut er es und manchmal tut er es nicht. Hört sich das nicht alles so an, als würde er nur nach eigenem Belieben handeln? Der Richtige würde Dates vorausplanen und die meiste Zeit würde er wissen, wann er dich treffen kann. Doch wenn bei ihm alles vage ist, befindest du dich in einer vorübergehenden Beziehung. Drittens, du weißt nicht so viel über ihn. Selbst der meistgehütete Mann wird sich langsam der Frau öffnen, die er datet, wenn es etwas Ernsthaftes mit ihr ist. Er wird über seine Freunde, Familie, Gewohnheiten, Arbeit und Kindheitserinnerungen sprechen. Er wird das unbewusste Verlangen haben, all das zu tun. Er wird alles über dich wissen wollen und möchte auch, dass du ihn besser kennenlernst. Falls eure Beziehung jedoch nur vorübergehend ist, wird er eine Distanz schaffen, indem er über oberflächliche Themen spricht oder nur kurze Antworten auf deine persönlichen Fragen gibt. Es gibt noch eine Sache, die diese Männer tun, nämlich zu viel über Dinge reden, die nicht so wichtig sind, wie etwa seinen Lieblingsfilm, Sport, Trinken, Essen oder banales Zeug. Dadurch lässt er dich glauben, dass er dir alles über sich erzählt, aber wenn du wirklich darüber nachdenkst, weißt du eigentlich nicht viel über ihn. Viertens, die Zukunft ist ein verbotenes Thema. Falls er es hasst, über die Zukunft zu sprechen oder es geschickt vermeidet, darüber zu reden, nachdem ihr seit ein paar Monaten zusammen wart, kannst du dir sicher sein, dass er für eine langfristige Beziehung nicht bereit ist. Indem er kein Wort über die Zukunft sagt, sagt er tatsächlich, dass er nicht weiß, ob er im nächsten Monat oder in ein paar Monaten da sein wird, geschweige denn in einem Jahr. Bei ihm endet und beginnt alles über die Zukunft mit: Wir werden sehen. Fünftens, ihr trefft euch nicht so oft. Falls ihr nicht in einer Fernbeziehung seid, gibt es keine Entschuldigung, euch nicht regelmäßig zu treffen. Wenn ein Mann wirklich jemanden liebt, findet er Zeit, um sie mit dieser Person zu verbringen. Er vernachlässigt seine Freunde, Familie oder seine Arbeit nicht, aber er wird dich trotzdem immer zu seiner Priorität machen. Falls er dich als Zwischenstopp auf seinen Weg betrachtet und du durch die Art und Weise, wie er sich benimmt, siehst, dass er einfach vorbeischaut, wenn er nichts Besseres zu tun hat, ist er nur ein vorübergehender Mensch in deinem Leben. Sechstens, du kannst das Gefühl nicht loswerden, dass irgendetwas nicht stimmt. In den ersten Monaten der Beziehung solltest du überglücklich sein. Falls du jedoch das Gefühl hast, dass etwas nicht stimmt, ignoriere es nicht. In 9 von 10 Fällen kannst du dich auf dein Bauchgefühl verlassen, welches dir den Weg weisen wird. Besinne dich und versuche herauszufinden, was genau falsch läuft und ob du etwas an seinem Verhalten bemerkst, das deinen inneren Alarm auslöst und dir sagt, vorsichtiger zu sein. Siebtens, er ist ein Entertainer und nicht vom Beruf her. Er hat einen tadellosen Sinn für Humor, was ja eine gute Sache ist, aber er macht alles zu einem Witz, was irgendwie beunruhigend ist. Indem er sich spaßig verhält, vermeidet er ein echtes Gespräch,
besonders wenn er über Hindernisse stolpert. Er wird weder ein Problem lösen, noch ein Problem besprechen. Er wird sein Bestes geben, um dich zum Lachen zu bringen und auf diese Weise vergessen zu lassen, was das Problem war. Nach einer Weile wirst du frustriert sein, weil du aufgrund des ganzen Humors keine tiefere Verbindung zu ihm aufbauen kannst. Achtens, er ist total unreif. Er ist immer noch in der Feier die ganze Nacht, schlaf den ganzen Tag Phase und es gibt keine Anzeichen, wann er jemals herauskommt. Vielleicht lebt er noch bei seinen Eltern und vielleicht könnte er dich in der Öffentlichkeit mit seinem kindischen Verhalten in Verlegenheit bringen. Mit diesem unreifen Verhalten kommen eine Menge Probleme. Das wirst du durch die Art und Weise erkennen können, wie er das Gespräch unterbindet oder sich jedes Mal zurückzieht, wenn die Dinge schwierig oder kompliziert werden oder wie er nur an seine eigenen Bedürfnisse denkt. Und falls das alles passiert, bist du definitiv in einer vorübergehenden Beziehung, da ein unreifer Typ niemals ernsthaft oder dauerhaft sein kann. Dafür ist er nicht bereit. Wenn dir dieses Video gefallen hat, findest du meine 2 Bücher auf Amazon. Der Weg zurück zu dir selbst. Finde deine innere Stimme. Und Im Kopf des Narzissten. Schlage ihn mit seinen eigenen Waffen. Du findest die Links unten in der Beschreibung des Videos. Vielen Dank.